Es folgt der wohl berühmteste Lehrsatz der Mathematik, der Satz des Pythagoras, der aber auch einen Kehrsatz hat. Beginnen wir mit einer Einleitungsaufgabe. Raphael möchte eine Leiter kaufen, die er zum Anstreichen seiner Hausfassade benötigt. Die Leiter muss bis zur Höhe von 9,2 Meter reichen. Zur Sicherheit soll diese Leiter am Boden 1,4 Meter von der Hauswand abstehen. Wie lang muss die Leiter sein? Angegeben wird eigentlich ein rechtwinkliges Dreieck. Die Ecken nennen wir A, B und C. Und die Seiten benennen wir so. Die Seite, die dem Punkt A gegenüber liegt, nennen wir klein a. Die Seite, die dem Punkt B gegenüber liegt, bezeichnen wir mit klein b. Und die Seite, die dem Punkt C gegenüber liegt, bezeichnen wir mit klein c. Beziehungsweise a, b und c, das sind die jeweiligen Seitenlängen. In einem rechtwinkligen Dreieck nennt man die zwei Seiten des rechten Winkels die Katheten. Und die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, die nennt man die Hypotenuse. So, der Satz des Pythagoras besagt, in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt, das Quadrat über der Hypotenuse ist gleich zur Summe der Quadrate über den beiden Katheten. Das heißt, wenn man diese Zahl klein a hoch 2 rechnet, dann findet man genau dasselbe wie die Summe der Zahlen b hoch 2 und c hoch 2. Geometrisch bedeutet das, a hoch 2 ist der Flächeninhalt von diesem Quadrat, b hoch 2 ist der Flächeninhalt von diesem Quadrat und c hoch 2, das ist der Flächeninhalt von diesem Quadrat. Und der Satz des Pythagoras bedeutet eigentlich nur, dass diese zwei Flächeninhalte zusammengerechnet genau diesen Flächeninhalt hier ergeben. Was praktisch bedeuten würde, würde man dieses Quadrat abschneiden und da hineinlegen, das passt natürlich da hinein, weil es ja kleiner ist als dieses, und würde man dann dieses Quadrat auch noch abschneiden und irgendwie in Stückchen hier hineinpuzzeln, dann würden diese beiden Quadrate insgesamt diese ganze Fläche hier belegen, und zwar ganz genau. Diesen Lehrsatz kann man sehr schön beweisen wie folgt. Wir nehmen nochmal das Anfangsdreieck, das rechtwinklige Dreieck mit den Seiten a, b, c. Wir machen davon eine Kopie und zeichnen die dahin. Jetzt machen wir noch eine Kopie und zeichnen sie dahin. Und wir machen auch noch eine weitere Kopie und setzen sie dahin. Der Beweis für den Satz des Pythagoras beruht auf diese Zeichnung, ganz einfach, indem man den Flächeninhalt von diesem großen Quadrat hier auf zwei verschiedene Arten berechnet. Einmal ist der Flächeninhalt einfach Seite mal Seite, das heißt b plus c mal b plus c, also b plus c im Quadrat. Und andererseits ist der Flächeninhalt von diesem großen Quadrat gleich zu dem Flächeninhalt von diesem inneren weißen Quadrat hier plus viermal Flächeninhalt von diesem rechtwinkligen Dreieck. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Genau das schreiben wir jetzt schon mal hin. Der Flächeninhalt vom großen Quadrat, das ist Seite b plus c mal Seite b plus c, also b plus c im Quadrat. Es ist aber auch der Flächeninhalt von dem inneren weißen Quadrat, also a Quadrat, plus viermal der Flächeninhalt von diesem rechtwinkligen Dreieck. Und dieser Flächeninhalt kann selbstverständlich zum Beispiel berechnet werden hier durch Basis mal Höhe geteilt durch 2. B mal C halbe ist der Flächeninhalt von diesem rechtwinkligen Dreieck und dieses rechtwinklige Dreieck kommt im großen Quadrat viermal vor.
Berechnen wir hier b plus c im Quadrat durch die binomische Formel, das ergibt b im Quadrat plus 2bc plus c im Quadrat. Und hier können wir die 4 mit der 2 noch kürzen, sodass da 2bc übrig bleibt. So. Aber wir sehen hier, links vom Gleichheitszeichen ist der Term 2bc, rechts aber auch. Also entfällt er. Man könnte zum Beispiel diesen hier wegnehmen, man setzt den rechts rüber, dann wird er da subtrahiert. Und 2bc minus 2bc, das macht 0. Was bleibt also übrig? B² plus C² gleich A², was zu beweisen war. Das ist ein möglicher Beweis für den Lehrsatz des Pythagoras. Es gibt mehrere Beweise dafür. Dieser Lehrsatz des Pythagoras hat aber auch einen Kehrsatz. Der Kehrsatz besagt, wenn die drei Seitenlängen ABC eines Dreiecks groß A groß B groß C diese Gleichheit A² gleich B² plus C² erfüllen, dann muss das Dreieck rechtwinklig sein. Also der Lehrsatz des Pythagoras besagt, wenn das Dreieck rechtwinklig ist, dann haben wir diese Verbindung zwischen den drei Seitenlängen. Der Kehrsatz des Pythagoras, der besagt, wenn wir in einem Dreieck diese Verbindung zwischen den drei Seitenlängen haben, dann muss das Dreieck rechtwinklig sein. Auch das werden wir hier beweisen. Nehmen wir irgendein Dreieck ABC, in dem diese Beziehung gilt. Mit Absicht zeichne ich das Dreieck nicht rechtwinklig, weil wir beim Kehrsatz noch nicht wissen, dass es rechtwinklig ist. Genau das müssen wir beweisen. Aber wir wissen, dass diese Seite im Quadrat genommen dasselbe ist wie die Summe der Quadrate der zwei anderen Seiten. Das ist unsere Hypothese. Wir konstruieren jetzt das rechtwinklige Dreieck, das als Kathetenlängen klein b und klein c hat. Wir wissen nicht, dass die Hypotenuse dann klein a ist, also nennen wir die Hypotenuse mal einfach klein d. Also, wir konstruieren hier das rechtwinklige Dreieck mit Kathetenlänge klein b genau wie da Seitenlänge und die zweite Kathetenlänge ist klein c genau wie da Seitenlänge. Und die Länge der Hypotenuse, die nennen wir klein d. Wir werden jetzt versuchen zu beweisen, dass die Länge klein d nichts anderes ist als die Länge klein a. Und das geht auch ziemlich rasch, denn für dieses Dreieck wissen wir aus der Hypothese, dass a² b² plus c² ist. Für dieses Dreieck, das ja rechtwinklig ist, wissen wir durch den Satz des Pythagoras, dass d² dasselbe ist wie b² plus c². Also wissen wir, dass a² dasselbe ist wie b² plus c² und d² ist auch dasselbe wie b² plus c². Daraus können wir also sofort schließen, dass a² dasselbe sein muss wie d im Quadrat. Und da a und d beide positive Zahlen sind, weil es ja Längen sind, können wir daraus sofort schließen, dass a dasselbe sein muss wie d. Also wissen wir für diese zwei Dreiecke, dass diese Seite genauso lang ist wie die, dass diese Seite genauso lang ist wie die, und zusätzlich, dass diese Seite genauso lang ist wie die. Das bedeutet, dass diese beiden Dreiecke kongruent sind. Wir sind im Kongruenzfall Seite, Seite, Seite. Also können wir daraus schließen, dass die zwei Dreiecke ABC und A'B'C' kongruent sind. Und wenn zwei Dreiecke kongruent sind, dann müssen ihre jeweiligen Winkel genau dieselbe Öffnung haben. Was also insbesondere bedeutet, dass der Winkel BAC genauso groß sein muss wie der Winkel B'A'C'. Aber dieser Winkel ist ein rechter Winkel. Also muss der da ebenfalls ein rechter Winkel sein, was zu beweisen war.